Damit wir uns perfekt untereinander organisieren können, gibt es 4 verschiedene Benutzergruppen, jede mit ganz eigenen Rechten. Der Admin kann alle Benutzer, Cobots und Kundenstrukturelemente einsehen, verwalten und hat die volle Kostenkontrolle. Der Manager hat die Rechte und Verantwortung für bestimmte Kunden des Unternehmens und deren Cobots. Die Objektleitung verwaltet einzelne Gebäude oder einen ganzen Campus, die ihr zugewiesen wurden. Die Reinigungsfachkraft verantwortet bestimmte Gebäude oder Etagen eines Objektes. Auch das Anlegen eines neuen Benutzers ist einfach. Gehe im Hauptmenü auf Benutzer und füge einen neuen Benutzer hinzu. Jetzt kannst du der Person eine Rolle zuweisen und sie per E-Mail einladen. Alle Infos über Benutzergruppen und Rechte findest du auf nexaro.com.